Moin Leute, dieses Video enthält nur Werbung, also jetzt für meinen Stream-Account. Und zwar wird es jetzt so laufen, ich habe ja gesagt schon, dass ich häufiger jetzt mal Callisto als Live-Let's Play mache. Das heißt, ich werde heute, an dem Samstag hier, ich werde an diesem Samstag hier einen Twitch-Stream machen. Geht wieder über Callisto, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Auf jeden Fall werden wir Callisto gemeinsam dann zocken. Und dann in Callisto, also jetzt der Twitch-Stream, wird dann von 22 bis 3, bis 3 Uhr wollte ich schon sagen, bis 0 Uhr laufen. Also von ganz 22:50 Uhr oder so. Ich überlege vielleicht 22:15 Uhr bis 0 Uhr. Wäre eine ganze Stunde und keine Ahnung. Wir kommen ja ein paar längere Videos für Callisto. Ja. Danach werde ich erstmal die Let's Plays God of War, Elden Ring und Far Cry beenden. Und Lego Fortnite muss ich ein bisschen verschieben jetzt kurz. Wegen ganz vermaltetem Speicher, weil ich viel zu viele Videos noch habe, die ich hochladen muss von God of War. Aber irgendwie nicht dazu komme. Kommt ja heute die 90. Folge. Auf Twitch, Jason ist on und game. Alles zusammengeschrieben, alles klein geschrieben. So, aber bevor ich jetzt irgendeine Scheiße laber, möchte ich gerne mal sagen, meine Live-Let's-Plays haben noch keine Facecam. Nur auf Twitch benutze ich gerade eine Facecam. YouTube bekommt nur die Videos, also ohne, erstmal. So, danach. Sobald wir noch ein, ich mache jetzt einen Deal, neuen Deal, wir machen 3 Twitch Live Let's Plays ohne Facecam. Aber dann starten wir mit, ich bin am Überlegen, weil es soll auch ein normales Let's Play geben mit Facecam. Alien Isolation. Und falls ihr euch die letzte Lego Fortnite Folge nicht angeguckt habt, da bin ich am Überlegen, ob ich in Lego Fortnite meine Facecam benutze. Oder nicht. Ich muss aber auch überle dran denken, es wäre ein bisschen nervig, wenn ich das jetzt machen würde, weil erstens, es wäre sehr aufwendig, weil ich spiele auf PlayStation. Auf PlayStation brauchst du halt diese Kamera für VR, damit man sich in eine eigene, ihr wisst es, in einer eigenen Facecam baut. Aber ich habe eine normale, richtige Kamera mit der PlayStation verbunden. Nur das Ding ist, auch für eine PlayStation 4 oder eine 5 braucht ihr eine VR-Kamera. Die macht euch dann hier auch ein, ja, so eine Facecam. Oder ihr kauft euch einfach eine normale Kamera, steckt sie an die PlayStation. Aber nur das Ding ist, das wird auch nicht funktionieren, weil erstens ihr euch dafür diese App Share Factory kaufen müsst oder mehr. Ist kostenlos, könnt ihr euch auf der PlayStation holen und dort dann schneiden. Aber dann muss ich ja meine Facecam hier reinschneiden und irgendwie alles reinlabern, was das Zeug hält. Das heißt, die Videos würden 40 Minuten gehen. Ich weiß auch nicht, warum eine Facecam nochmal als doppelte Minute zählt. Wie kacke ist das denn? Wer dachte sich so ein Scheiß? Aber egal. Auf jeden Fall. War das echt mal eine kleine Mini-Erklärung? 4, 5 Minuten höchstens. Aber wie ihr es ja auch in Lego Fortnite seht, es endet ja bald. Ist es fast so weit, dass wir das Let's Play abhaken werden. Weil erstens, die Videos sind XXL ultra lang von Lego Fortnite. Und ja. Aber weil immer gefühlt Updates immer 100% deines ganzen Speichers vergewaltigt, dauert es ein bisschen länger. Deswegen, ja, müsst ihr erstmal abwarten mit Lego Fortnite wieder. Dann kommt The Forest Staffel 2. Und danach kommt 7 Days to Die Staffel 3. Staffel 2 ist schon zu Ende. Kurz, aber ist zu Ende. Und dann kommt Stranded Deep, Staffel 1, wo ich die ganze Story durchspiele und dann geht es einfach weiter.
Und dann kommt Astroneer im Solo-Let's Play. Das mache ich auch noch diesen Monat, falls ich es nicht schaffe, in den nächsten Monat. Im nächsten Monat soll eigentlich der Horror-Ostern sein. Aber wenn ich ein normales Let's Play reinpacke, ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Auf jeden Fall soll das jetzt erstmal so gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann heute um 22:15 Uhr oder 22:20 Uhr bis 0 Uhr auf meinem Twitch-Kanal Jason is Dawn und alles zusammengeschrieben, alles klein. Ciao.